Letztlich ist es so, wir möchten natürlich durch eine Früherkennung möglichst ein lokal begrenztes Prostatakarzinom diagnostizieren. Und dafür ist dann wiederum die Operation die beste Möglichkeit, wenn man sicher weiß, dass der Tumor komplett aus dem Körper entfernt ist. Alternativ kann man natürlich auch bestrahlen, aber letztlich, um eine komplette Entfernung zu garantieren, braucht man eine Operation. Prostata-PSA kann auch hoch sein bei Entzündungen, bei Prostatahyperplasie, also vergrößerte Prostata, bei Prostatakrebs auch. Eine PSA-Wert ist nicht ausreichend, die Diagnose zu stellen. Für Prostatakarzinom muss man Prostata abtasten, Ultraschall machen und dann entscheiden, ob man eine Biopsie braucht oder keine Biopsie braucht. Das ist nicht der Fall. Patienten mit Prostatakarzinom haben eine leicht erhöhte Rate an Darmkrebs, an Blasenkrebs, aber auch an Lungenkrebs. Mit modernen Strahlenmethoden, und dazu zählt unter anderem die Seed-Brachytherapie, ist es bisher nicht nachgewiesen worden, dass eine erhöhte Rate an Darm- oder Blasenkrebs vorhanden war. Wenn wir wissen, dass der Tumor auf die Prostata begrenzt ist, haben wir die besten Möglichkeiten, den Tumor zu entfernen. Und es steht dann nur noch die Nachsorge an. Manchmal findet sich in der Nachsorge allerdings auch noch eine Absiedlung an anderen Stellen, sodass man hier eventuell nochmal nachbehandeln muss. In seltenen Fällen befindet sich auch im Schnittrand noch Tumor und dann müsste eine Nachbestrahlung erfolgen.